Nein, wir sind der Rohstoff aus Graz. Ist ja alles cool. Ja, wir versuchen einen Crossover zu machen mit deutschen Gesang, harten Gitarren, coolen Beats und versuchen einfach unsere Message und unsere Gaudi einfach auf die Leute rüber. Also jetzt die typische Crossover-Szene gibt es, glaube ich, in ganz Österreich oder weltweit, glaube ich, gar nicht mehr. Wir machen einfach unser Ding. Wir sind in verschiedenen Szenen sozusagen drinnen. Wir kennen die Leute und von daher passt das eigentlich ganz cool. Es ist einfach so ein Mischmasch von einfach verschiedenen Musikstilen, die einfach sich zu dem Sound ergeben, was wir jetzt einfach produzieren. Und das nennen wir uns einfach, oder von anderen Leuten wird das einfach Crossover genannt. Und deswegen heißt man, machen wir Crossover. Wir können, wenn wir irgendwas anderes machen, machen wir was anderes. Bei uns ist das eigentlich ziemlich wurscht. Was aber sicher ist, dass es zur härteren Richtung geht. Also das, ja, das ist eindeutig. Also mehr metalig. Mehr Metal, Metal, ja, ist auf jeden Fall dabei, genau. Ja, was ist die Musik für uns? Der Rock'n'Roll, einfach das, was uns taugt. Und ja, Die kleine Familie. Kleine Familie. Band ist wie eine Familie. Für mich ist es wie eine Familie und das ist Freundschaft. Und das ist das, was wir uns alle denken, das setzen wir irgendwie ein bisschen in Musik um und sitzen ein bisschen zusammen, trinken ein bisschen was und so entsteht das Ganze. Das ist wir wissen, dass es extrem schwer ist und dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir groß rauskommen, sehr gering ist. Aber trotzdem, wir werden sicher nicht aufhören. Es bleibt zumindest ein Hobby für uns, neben dem Arbeiten. Und das ist das, was uns Arbeiten ist aber halt kein Hobby. Es ist einfach die Chance, kreativ zu sein, sagen wir mal. Und wenn man das dann vor Publikum irgendwie präsentieren kann, ist es natürlich noch geiler. Und dann, wir sind eine absolute Liveband, also da kann sich jeder überzeugen davon. Und für uns auf Konzert fahren ist wie Urlaub machen. Also es ist wie Klassenfahrt. Wie Skikurs. Wie Skikurs. Heute wie Skikurs bei dem Schnee. Wie Skikurs.